Selzer TV wird unterstützt von Niggemeier, Treffpunkt Küche, Westenergie, Rewe, Apotheke am Salinenhof und Ratsapotheke im Heda Center, Moltec, Kaffeerösterei Benzlips und der Stadt Salzkotten. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. An diesem Wochenende meint es der liebe Petrus aber echt gut mit dem Wetter und den Temperaturen. Aber das ist ja auch kein Wunder, denn die St. Petrus und Paulus Schützenbruderschaft in Schamde feiert Schützenfest. So festlich geschmückte Straßen und so, das Schützenfest legt doch immer einen ganz besonderen Bann über so einen Ort. Corinna und Daniel Klaus regieren hier in Schamde das Schützenvolk. Und normalerweise wäre jetzt die Stelle, wo ich die Königin und den Hofstaat mal so ein bisschen nach Aufregung und Kleidern befrage. Aber in diesem Jahr ist die Königin so aufgeregt, dass sie leider nicht mit mir sprechen möchte. Wir warten dann mal, wenn sie gleich aus dem Haus kommt. Tamborchor und Musikverein Schamde, ich höre euch. Und ganz bald sind sie dann auch bei der Königin, die dann abgeholt wird. Und wir sitzen dann hier mal und warten, bis sie kommt. Schützenfest in Schamde. Dieses Mal mit weniger Worten, vielleicht nächstes Jahr wieder mehr. Aber wir wünschen allen Festteilnehmern, den Schützen, den Musikern frohes Fest in Schamde. Selzer TV wird unterstützt von der Tanzbar Wechselschritt, der Stadt Geseke, dem Schuhhaus Zehanschuk, der Firma MEG, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, der Bäckerei Lange und der Volksbank Büren Salzkotten.